Ahoi und willkommen zurück zu Transocean The Shipping Company. So, ach, den Hafen kenne ich ja. Das war hier vorne direkt, wo ich anlegen muss. Dann mal Hard Backboard. Kennt ihr das mit Backboard und Steuerbord? Wie man sich das merken kann? Ups. Ich achte wieder nur auf mein Backboard-Steuerbord-Scheiß. Oh, rückwärts, rückwärts. Also, Backboard ist immer links. Da ist die Seite des Herzens des Seemanns. Man sagt auch immer als Merksatz, Backbord ist da, wo das Herz backt. Also schlägt, in dem Sinne. Und, oh, ich muss vorwärts fahren. Und Steuerbord ist dann dementsprechend die rechte Seite. Und wenn man sich vorstellt, man steht jetzt vor dem, auf so einem großen alten Schiff, vor dem Ruder, man hat ja in der rechten oder im rechten Arm ein bisschen mehr Kraft, dann steht man eigentlich immer so ein kleines Stück so versetzt. Und dadurch ist dann das Steuer ein bisschen mehr auf der rechten Seite des Seemanns. Und daher ist Steuerbord rechts. Also Backbord links, da wo das Herz backt. Steuerbord rechts, weil man das Ruder mehr so in der rechten Hand hat. So, und perfekt. Da sind wir schon bei 4,9 Millionen. Okay. Hatten wir nicht noch... Ah ja, wir haben noch was nach Reykjavik. Aber da haben wir jetzt nichts zusätzlich dabei. Wir könnten jetzt nur einen Umweg noch über Dublin machen. Wäre auch nicht so schlimm, weil die Agrargüter kein Zeitlimit haben. So, um dieses Metall rechtzeitig nach Dublin zu bringen, muss ich aber ein bisschen Gas geben. Dann sind wir jetzt einen Tag eher da. Ja, und dadurch verdiene ich dann noch mal ein bisschen mehr Geld. Ist okay. Wir wollen ja auch unsere 10 Terminaufträge voll haben. So. Wie sieht's aus mit Tanken? Och, ist nicht allzu teuer hier. Dann tanke ich hier mal auf. So, dann müssen wir jetzt erstmal nach Dublin. So, 5 Tage darf ich, 4 Tage brauche ich. Gewählter Zielhafen plus. Wofür ist das plus? Ach, kann ich jetzt schon eine Route bestimmen? Wie ich danach weiterfahre. Ah, nicht schlecht. Na dann los. Kann ich ja ganze Ketten von Aufträgen hintereinander annehmen. So, volle Kraft voraus. Das war ein einfacher Hafen.
muss ich gar nicht viel tun. Ein Terminauftrag ist heute fällig und noch nicht eingetroffen. Aber es kann doch gar nicht. Wir brauchen doch definitiv einen Tag weniger. Das verstehe ich nicht. Stimmt da irgendwas nicht in dem Programm oder wie? Also dieses Rätsel muss mir mal einer erklären, wie das sein kann. Es gibt doch gar keine Wettermeldung oder so, dass sich unsere Reise verzögert oder irgend so ein Mist. Dann könnte ich das ja verstehen, ne? Wenn man so eine Meldung hätte, Captain, aufgrund von schlechtem Wetter oder so hat sich unsere Reiseroute um 2 Tage verschlechtert. Man wäre ja auch noch eine ganz coole Sache, wenn es das hier bei dem Spiel so geben würde, dass ich sowas immer mit einplane. Aber momentan sieht ja eigentlich alles so aus, als wenn das feste Daten sind. Wenn mir das Spiel sagt, ich brauche 4 Tage, ja gottverdammt, dann brauche ich ja einfach 4 Tage. Oh, das wird aber gleich ganz schön eng. Wie kann man denn so einen scheiß Hafen bauen? Kriegen das natürlich trotzdem hin, weil wir einfach super sind. Also sollte irgendwie mal jemand von euch wissen, wieso ich das hier verpeile mit den Zeiten, dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare rein. Vielleicht habe ich ja gerade wirklich total was übersehen. Mag ja sein. So, jetzt kommen wir in Dublin. Zumindest mal gucken, ob wir Medikamente. Ach, da braucht man aber. Okay. Für irgendwas für Reykjavik haben? Nee, nur für St. Petersburg. Na, das ist mir jetzt zu heikel. Pech, dann fahren wir nur so weiter. So, wie sieht's mit dem Tanken hier aus? Boah, teuer. In Reykjavik ist bestimmt noch viel teurer zu tanken. Ist egal. Ich lasse es drauf ankommen. Obwohl, ich könnte mein Schiff nochmal verbessern lassen. Vielleicht kann ich dann irgendwas nach Reykjavik bringen. Mal ein bisschen schneller machen das Schiff. So. Und wir haben tatsächlich neue Aufträge. Aber nicht eines davon für Reykjavik. Nur für Stockholm.
Nö. Warum sollte ich die annehmen? Weil die ein bisschen Geld bringen. Ja gut, aber vielleicht habe ich hinten in Reykjavik auch super Aufträge. Wir schauen mal. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriege ich ja in Reykjavik super Aufträge. Dann lasse ich die Sachen für Stockholm jetzt erstmal weg. So, dann legen wir auch ab. So, diesmal haben wir aber, obwohl diese Meldung kam, glaube ich, keine Konventionalstrafe bezahlt. Ne? Fällt mir gerade ein, als wir in den Hafen gekommen sind, stand da ja, Achtung, ist überfällig oder sowas. Tja, vielleicht dann sind wir dann einfach noch exakt an dem gleichen Tag angekommen. So, wie machen wir das am besten? Rückwärts hier rein. Kriegen wir das hin? Tja, wenn wir es nicht testen, kriegen wir es nie raus. Uiuiui. Das war mal knapp. So, jetzt mit dem Arsch so weit wie möglich rum. Das gleiche jetzt in die andere Richtung nochmal. Das wird nicht reichen. Dann noch mal ein Stück nach hinten und schwenken. Ah, ein Stückchen noch. Jetzt habe ich wieder Angst, hier vorne links gegen zu knallen. So, jetzt wieder nach vorne. Schon mal langsam beschleunigen wieder und volle Kraft voraus. Da dürfte nichts mehr schief gehen. Jawohl. Einmal locker auf das Dimensionsportal da hinten zufahren. Und wir kommen perfekt nach Afrika. Ich glaube, bis auf einen richtigen Rums am Anfang, ne, unsere allererste Fahrt, haben wir, glaube ich, soweit alles hinbekommen. Wir hatten, glaube ich, nur einmal diesen kleinen Lackschaden noch, der uns aber als 0% angezählt wurde. Von daher nicht schlecht. So, müssen wir hin? Ah, dahin. Okay. Wie sieht es eigentlich hier aus? Hier müsste auch wieder arschkalt sein, ne? Mit Eis und so weiter. Da sehe ich doch schon wieder Eisschollen und hier riesige Eiszapfen.
so langsam habe ich es drauf, sagte ich, und dann knallte ich wahrscheinlich gegen die Bande. Naja, wollen wir mal nicht hoffen. Noch einmal nachjustieren. Perfekt. So, wie sieht es hier mit dem Tanken aus? Ach, geht ja. Reykjavik ist also gar nicht so teuer. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. So, Auftragsliste von hier aus. Textilgüter nach Lissabon. Oder nach Algier. Hey. Oder beides. Das ist nicht schlecht. Und die Agrargüter, die könnte ich auch noch nach Valencia bringen. Wie lange brauche ich denn bis nach Algier? 10 Tage nur. Ach, die kann ich nicht mehr annehmen. Zu schwer insgesamt. Mhm. Na gut. Dann hätte ich wieder 2 Terminaufträge. Gar nicht so schlecht. So, ich habe jetzt 5 Millionen. Kann ich mir denn ein neues Schiff kaufen? Nee, nicht wirklich. Will ich denn überhaupt einen neuen Feder noch haben oder kaufe ich mir einen Panamax? Ach, die sind ja viel, viel teurer. Und außerdem brauche ich dafür einen anderen Rang. Aha. Ruf bekannt. Mhm. Hier muss ich also erstmal weiter aufsteigen. Zum Rangaufstieg fehlen Ihnen ein weiteres Schiff. Ah, ich muss also noch Geld sammeln. Ich brauche 10 Millionen. Und einen Firmenvertrag. Ah ja. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Und so langsam, aber sicher, brauche ich dringend mal ein zweites Schiff. Geht mir doch ein bisschen auf die Nerven hier. Immer nur anlegen, ablegen, alles nur mit einem Schiff. Man macht ja auch nicht allzu viel Gewinn mit einer Tröte da. Also, um den nächsten Rang zu erreichen, brauchen wir sowieso eins. Also müssen wir jetzt mal ganz schnell schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ich hoffe mal schon, direkt in der nächsten Folge können wir uns vielleicht mal einen Kredit aufnehmen und eins besorgen. Lassen wir uns mal überraschen. Und wie immer, Ahoi und Tschüss. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.